Mindestens jeder vierte von uns hat Bluthochdruck. Das Tückische daran, Hypertonie entwickelt sich schleichend. Auch Andrea Nink aus Ruppach-Goldhausen im Westerwald hat es länger nicht gewusst. Ich habe Kurzatmigkeit festgestellt, einen sehr schnellen Puls. Also jede Anstrengung habe ich irgendwie anders wahrgenommen in meinem Körper. Nachts bin ich sehr häufig wach geworden mit Kopfschmerzen. Seit ihr Bluthochdruck vom Arzt bestätigt wurde, misst Andrea Nink nun täglich. 141 zu 94, leicht erhöht. Seit 2 Jahren nimmt sie auch Medikamente, die möchte sie aber gerne absetzen. Hilfe sucht die 55-Jährige im Hochdruckzentrum in Westerburg. Hier ist Dr. Hans-Georg Dehnert, Spezialist für Hypertonie. Sie kriegen eine Ernährungsberatung, stellen ihre Ernährung moderat um. Sie werden merken, es wird ihnen besser gehen, der Blutdruck wird besser. Weshalb ist Bluthochdruck gefährlich? Bluthochdruck kann zu Herzinfarkt, Schlaganfall, Nierenversagen und Sehschwäche führen. Den Betroffenen fällt es selten auf, denn Bluthochdruck tut nicht weh. Was man merken würde, wäre, wenn man plötzlich Nasenbluten hat oder starke Kopfschmerzen, dann wird auch mal der Blutdruck gemessen. Das ist aber leider nicht so häufig. In den meisten Fällen fehlen die Warnsymptome. Der Blutdruck zeigt, wie stark das Herz das Blut durch unsere Gefäße pumpt. 120 zu 80 ist optimal. Ab 180 zu 110, Stadium 3, wird es bedrohlich. Der erste systolische Wert gibt den Druck des Herzschlags an und der zweite diastolische den Druck auf die Gefäße. Wie entsteht Bluthochdruck? Am häufigsten durch ungesunde Ernährung, Stress und zu wenig Bewegung. Dabei kann Ernährung sogar helfen, den Blutdruck zu senken. Sich mehr zu bewegen, sich vernünftig zu ernähren, das bringt bei jedem Stadium des Hochdrucks was. Denn im Zweifelsfall, wenn ich im Stadium 3 meinetwegen 5 oder 6 Tabletten brauche, dann habe ich vielleicht nur noch 4 oder 3. Ein leichter Bluthochdruck kann sogar ganz verschwinden durch die richtige Ernährung. Worauf sollte man bei der Ernährung achten? Ernährungsexpertin Martina Kilian berät, welche Nahrungsmittel den Blutdruck beeinflussen können. Süßigkeiten, Fertiggerichte, Knabbergebäck und rotes Fleisch sind schlecht. Obst, Gemüse, Fisch, weißes Fleisch und Müsli sind gut. Wichtig für Bluthochdruckpatienten: Nahrungsmittel sollten salzarm sein. Salz enthalten zum Beispiel Backwaren und Wurstprodukte. Wie viel Salz darf ich denn überhaupt am Tag essen? Was ist denn da erlaubt? Erlaubt sind so 3 bis 4 Gramm, sollte jeder Mensch am Tag essen. Die meisten Menschen essen 10 bis 12 Gramm. Das ist also das Doppelte von dem, was man eigentlich essen darf. Und das lässt halt eben den Blutdruck steigen. Auch 1 Gramm Natrium entspricht 2,5 Gramm Salz. Auf jeder Flasche Mineralwasser findet man immer so eine Aufstellung von Mineralien. Mhm. Und wir sehen hier, dieses Wasser hat einen Natriumgehalt von 118. Mhm. Das heißt, dieses Mineralwasser ist sehr salzhaltig. Unter 20 Milligramm ist besser für Hochdruckpatienten. Ich esse also sehr gerne Rindfleisch, ein Steak oder ein Rinderbraten. Wie verhält es sich damit? Gerade beim roten Fleisch hat man festgestellt, wenn man jetzt jeden Tag so 200 Gramm rotes Fleisch essen würde, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass man einen Bluthochdruck bekommt, um 40%. Und das ist ja schon enorm. Das ist viel, ja. Besser sind Seefische. Grundsätzlich wirken gute Öle entzündungshemmend und senken so den Bluthochdruck. Auch ballaststoffhaltige Lebensmittel helfen. Beim Gemüse wirken sich die Inhaltsstoffe von roter Beete und Knoblauch positiv aus. Beim Obst Heidelbeeren und Äpfel. Also wenn man wirklich die Ernährung umstellt, dann sinkt der Blutdruck schon. Die Werte werden besser, man braucht weniger Medikamente. Fazit: Bluthochdruck führt zu lebensbedrohlichen Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Eine salz- und zuckerarme gesunde Ernährung mit vielen Ballaststoffen hilft, den Blutdruck zu senken.